Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute machen wir mal das stärkste Schwert in der Roblox-Geschichte in Sword Factory X und wir starten direkt mal unsere Maschine, indem wir hier unser Schwert droppen und das Ganze wird dann hier gemoldet, gepolished, Leute, jetzt wird es hier gemoldet und jetzt wird es gepolished und danach wird es geclassified und so weiter und so fort und wenn das Ganze fertig ist, können wir das Ganze verkaufen oder auch aufheben, Leute. Ich bin mal mega, mega gespannt, ob wir ein richtig krasses Schwert in dieser Folge hier herstellen können oder welches wir bekommen können, Leute. Wo ist denn jetzt mein Schwert? Hallo, Schwert? Hallo? Wo ist es? Ah, da ist es, Leute. Da ist es. Es ist gerade im Upgrader drin und gleich ist es fertig und gleich können wir es verkaufen und unser erstes Geld bekommen. Aber bevor wir nicht sagen, lasst uns einen Daumen oben da, falls es dir gefällt und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Benutzt auch gerne Star-Codes oder zu den Robux oder Roblox Premium kaufen, Leute. Es ist gleich fertig. Es ist gleich fertig, Leute. Und eine Sekunde noch. Boom. Und somit ist es dann hier jetzt, denke ich. Ja, Leute, hier ist es. Jetzt kann ich es aufheben. Oder ich kann es auch eben verkaufen. Verkaufen wir das Ganze jetzt mal, Leute. Und jetzt muss ich hier hinlaufen. Nee, jetzt habe ich es aufgehoben, Leute. Droppen wir das Ganze mal. Und jetzt. Okay, jetzt, jetzt können wir es in die Bank packen. Okay, Leute, das heißt, wir können unsere Schwerter auch in einer Bank speichern, falls wir diese behalten wollen. Das ist natürlich auch ganz cool. Droppen wir das Ganze mal hier. Und ich würde sagen, weiter geht's nach dem Intro. So, Leute, droppen wir unser Item hier, dann können wir das Ganze jetzt auch verkaufen. Sell your items. Wieso funktioniert das nicht? Okay, jetzt hat es verkauft, Leute. Okay, super, super, super. Super, super, super. Jetzt haben wir unser erstes Geld bekommen. Jetzt können wir unseren Conveyor upgraden, unseren Molder upgraden. Graden wir nochmal ab, Leute. Und jetzt spawnen wir hier. Kann ich hier nicht auch durch spammen quasi spawnen? Nee, kann ich anscheinend nicht, Leute. Oder kann ich jetzt, wenn das erste fertig ist, schon das zweite Schwert spawnen? Ja, kann ich, Leute. Das heißt, ich kann jetzt hier durch spammen. Aber wie kann ich das Ganze hier automatisieren, ist die Frage, Leute. Das ist die gute Frage. Also unser nächster Step ist die Conveyor Level 5. Das Ganze machen wir auch direkt mal jetzt, Leute. Wir produzieren hier auf jeden Fall ganz viele Schwerter. Hier haben wir noch Einstellungen. Hier haben wir alles on. Okay, super, Leute. Super, super, super. Leute, unsere Schwerter werden hier langsam verkauft. Und wir können jetzt unsere Conveyor auf Level 5 upgraden. Boom. Und jetzt können wir den Autospawn anmachen, Leute. Und jetzt werden die Schwerter automatisch hier gespawnt. Das ist einfach übel angenehm. Und jetzt können wir, was können wir hier machen? Oh, Leute, jetzt müssen wir das hier, müssen wir jetzt anmachen. Auto Prestige. Oh Gott, was ist denn Auto Prestige? Ich habe keine Ahnung, Leute. Disable System Messages. Anonym Shout. Keine Ahnung, Leute. Ich habe es jetzt einfach mal angemacht. Und jetzt können wir hier weiter upgraden. Wir graden mal unseren Molder ein bisschen ab, unseren Polisher. Oh, wir haben ja richtig viel Geld auf einmal. Yo. Übertrieben cool. Und jetzt läuft unsere Maschine quasi von komplett alleine und automatisch. Und wir können das schwerste, das stärkste Schwert in Roblox machen. Oh, Leute, wir können jetzt zur Noob Island. Hier haben wir uns teleportiert und, oh, ich glaube, ich brauche hier ein Schwert oder so. Wie komme ich nach Hause? Go home, Leute. Ich brauche ein Schwert. Ich brauche ein Schwert, Leute. Okay, stellen wir jetzt mal jetzt ein cooles Schwert, ja. So, was für Schwerter haben wir denn hier, Leute? Schauen wir uns mal unsere Schwerter. Ja, nein, die werden verkauft. Das hier ist, Wood. Das hier ist besser auf jeden Fall, Leute. Das ist aber auch ein Holzschwert. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, Leute. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir warten aber auf das nächste Schwert. Oh, das hier ist definitiv besser, Leute. Das ist nämlich schon grün. So, droppen wir mal das hier und jetzt warten wir noch eine weitere Sache. Vielleicht bekommen wir jetzt ein richtig cooles Schwert oder so, Leute. So ein mythisches, legendäres Schwert oder sowas. Bezweifle ich zwar. Aber, ja, vielleicht das hier. Nee, auf jeden Fall nicht, Leute. Auf jeden Fall nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall genug Geld, um uns hier nochmal hier, boom, drehen wir das mal ab. Das hier und jetzt, Leute. Das ist doch definitiv schon mal besser, Leute. Das ist schon mal, droppen wir das hier. Und jetzt gehen wir zur Noob Island. Und jetzt können wir hier sicherlich gegen Noobs kämpfen. Und die haben 4000 AP. Oh, Leute, nein. Ich bin viel zu schwach hierfür. Autsch, nein, ich habe mein Schwert gedroppt. Die haben mein Schwert geklaut, Leute. Das kann doch nicht sein. Ich muss mein Schwert wieder zurückholen. Noob Island, ich snack mir mein Schwert. Hallo, ich snack mir mein Schwert. Und jetzt go home. Das war eine krasse Mission, Leute. Und ich würde an der Stelle sagen, unser Schwert ist noch zu schwach. Verkaufen wir das Ganze einfach. Zack. Und ja, Leute, wir holen uns jetzt mal direkt ein bisschen Geld, würde ich an der Stelle sagen. Leute, holen wir uns mal 4000. Wobei, 4000 Cash, das kann nicht mal so viel, oder? Nee, Leute, 4000 Cash. Wieso kann man sich so viele Gems hier kaufen? Yo, was gibt's hier noch, Leute? More Speed, Faster Machines, ganz cool. Faster Convoy ist auch ganz cool. Mehr Leben ist auch ganz cool. Mehr Geld ist natürlich auch ganz cool, Leute. Mehr XP, stärkere Schwerter, Faster Ascender, okay, VIP, Lucky and Second Ascender. Okay, das ist auch natürlich sehr, sehr cool, Leute. Aber kann ich mir hier... Oh, jetzt haben sich die Geldpreise aktualisiert, Leute. Okay, das ist gut. Jetzt kann ich mir nämlich hier zum Beispiel einfach 68.000 Cash kaufen. Boom. Und das ist eine sehr große Hilfe, weil ich kann jetzt hier sehr viel upgraden, Leute. Ich kann jetzt hier
sehr viel upgraden, ohne dass es mich wirklich stört, sage ich mal. Also ich kann hier durchklicken, Leute, und werde damit sehr, sehr viel besser. Graden wir unser Conveyor ab, auf jeden Fall, Leute. Unser Conveyor muss auf jeden Fall hier nach oben schießen. Du, der Molder schießt auch noch nach oben hier, der Polisher schießt auch noch nach oben, bam, bam. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine viel bessere Basis und müssten dadurch auch sehr viel mehr Geld bekommen, hoffentlich, Leute. Hoffen wir das Ganze einfach mal. Und das hier wird verkauft. Wie stark ist dieses Schwert jetzt zum Beispiel? Das müsste jetzt ja eigentlich schon viel stärker sein, oder? Nee, noch nicht. Aber vielleicht gleich, Leute. Vielleicht gleich. Leute, man kann sich hier auch einfach Schwerter kaufen. Das sehe ich ja jetzt erst gerade. Ah, unique für 9000 Robux. Alter Schwede. Okay, das heißt, es gibt Epic, Mythical, Super, Ultra, Extreme, Insane, Godly und Unique. Und jetzt einfach mal Just for Fun ein Epic und mal schauen, wie gut das ist, wie viel das wert ist und so weiter und so fort. Boom, jetzt haben wir ein Epic-Schwert und droppen wir das Ganze mal. Ne, droppen wir das mal in der Bank, Leute. Dann können wir uns nämlich hier genauer angucken. So, wie gut ist denn das, Leute? 3300 Cash ist das Ganze wert. Okay, das heißt, hätten wir uns hier Geld gekauft, hätten wir auf jeden Fall viel mehr bekommen. Aber mal schauen, ob wir die Noobs damit besiegen können. Komm her, Level 8 Noob. Yo, ich habe ihn gewonnen. Du auch, dich auch. Oh mein Gott, Leute, ich bin einfach OP geworden. Alter Schwede, die droppen mir auch Schwerter, Leute. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Gib mir meine Schwerter zurück, du Bandit. Oh, oh, bevor die despawnen, Leute. Okay, ich hole mir wieder mein gutes Schwert. Und jetzt, zack, 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 zack. Nein. Ich habe mein Schwert wiederbekommen. Okay, sehr, sehr cool. Damit können wir den Level 9er hier auf jeden Fall besiegen, oder? Komm schon, der ist weg. Und dich haben wir auch besiegt. Nach Hause, nach Hause. Oh mein Gott, ich habe mit einem falschen Schwert gekämpft, glaube ich. Oder habe ich das? Ich weiß es nicht. Ja, Leute, wenn ich mir jetzt Geld kaufe, kriege ich 360.000. Und das Ganze machen wir doch mal direkt, Leute. Boom. Und jetzt können wir hier in den Settings das Ganze hier mal auf 10 einstellen. Und jetzt können wir das Ganze direkt mal 10 upgraden. Und zwar einmal das. Und, oh, ich habe noch Geld übrig, Leute. Dann nochmal. Und jetzt ist mein Geld alle. Oh. Aber eventuell kriegen wir es ja hin, ein richtig cooles Schwert jetzt auf einmal herzustellen. Leute, wir sind auch schon Level 17. Hier kommen die ganzen Schwerter auf jeden Fall raus. Und, wir haben gerade einen Blaus bekommen, ein Blaus. Das ist ja wahrscheinlich rare. Verkauft den nicht. Wir haben es, Leute. Okay, aber jetzt ist die Frage, welches ist besser, mein episches oder das blaue? Leute, droppen wir das mal. Ich wollte das nicht einsammeln. Droppen wir das. Hallo, nicht dahin droppen, bitte. Einmal dahin droppen, bitte. Danke. Okay, Speed 2. Level 17, Level 12. Ha. Okay, sehr interessant. Okay, ja, beides auf jeden Fall coole Schwerter. Aber ich glaube, das sollten wir mal verkaufen, weil wieso denn eigentlich auch nicht? Und das hier sollen wir auch verkaufen. Und wir behalten unser episches 1 Million Cash. Let's go! Boom! Und hoch mit dir. Und nochmal du. Und nochmal die Conveyor und nochmal den Molder. Und Leute, jetzt haben wir richtig OP-Sachen. Und die müssten uns jetzt richtig gute Schwerter droppen. Hier haben wir zum Beispiel eins, das ist jetzt grün. Aber wir warten mal, eventuell bekommen wir jetzt hier noch ein grünes raus. Sehr, 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 sehr cool. Und was bekommen wir hier raus? Komm schon, irgendwas Nices, irgendwas Nices. Ein, oh, ist das, war das jetzt weiß oder war das irgendwas Krasses? Nee, es ist Stein, Leute. Nee, also das Schwert ist Stein. Common, ist das Common plus plus. Das ist Uncommon, Bad, Rough und Rough, okay. Und das hier ist, okay, Rough also. Okay, okay. Und wir sind fast Level 20. Wir sind Level 20, nice. Ich sehe hier gerade, wir können jetzt hier auf einmal das Luck hochstellen, weil wir Level 50 erreicht haben. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Okay, die haben wir noch nicht auf Level 50, aber gleich, Leute. Aber gleich, Leute, jetzt haben wir besseres Luck, was natürlich sehr, sehr cool ist, weil, ja, Leute, High Luck ist natürlich besser als Normal Luck. Oh mein Gott, Leute, ich bin hier richtig am Rasieren. Was mache ich hier mit unseren Gegnern? Und ihr beide habt's auch nicht. Oh nein! Oh mein Gott, war das knapp. Alter Schwede. Aber Leute, unser episches Schwert ist richtig overpowered. Und Leute, wir sind schon Level 24. Und hier haben wir ein blaues Item, was jetzt verkauft wird. Aber das hier ist auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr cool. Das gefällt mir doch mal sehr, Leute. Hallo? Wieso kann ich sich nicht einsammeln? Ah, ich habe schon 3 in meinem Backpack. Schnell, nimm's ein. Okay, Leute, ich hab's. Okay. Puh, das war ganz herb. Aber ich dachte, das wäre cooler. Okay, dann droppen wir es wieder, Leute. Dann können wir das Ganze wieder verkaufen. Und wir sind schon Level 26. Und ich will mein eigenes episches Schwert herstellen. Wieso kriege ich das nicht hin, Leute? Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Das war ein episches Schwert und wir haben es und boom. Nice. Cool. Keine Ahnung, welches besser ist.
Sieht so aus, als wäre das hier besser, weil das mehr Leben dazu gibt. Aber Leute, das hier sieht doch mal mega nice aus. Das verdient auf jeden Fall einen richtig coolen Screenshot. Nice. Und hier, das gibt auch noch einen Screenshot, Leute. Das gibt auch noch einen Screenshot. Boom! In unserer Schwertfabrik. Und damit würde ich aber auch sagen, war es mit der Folge. Falls ihr noch eine Party von sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ab in den Kanal. Und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Das Ganze hier werden wir nochmal verkaufen und mal schauen, welches Level wir bekommen, wenn wir unser episches Schwert hier verkaufen. Und boom! Nice! Sehr, 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 sehr cool. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute!